Kurz nach dem Spiel startet ein langes Hubkonzert. Mit Autos geht es quer durch Leverkusen. Deutscher Meister 24, geil! Ja! Die Fans feiern vor den Kneipen und vor den Kiosken. Dass er einmal im Leben, dass er Bayer Meister wird, und ich denke, heute geht die Party ab, morgen geht die Party ab. Genauso. Feiern bis zum geht nicht mehr. Also ich mache auf jeden Fall jetzt erstmal so ein Barhopping. Jetzt haben wir hier gestartet, da geht es auf jeden Fall direkt erstmal so in die nächste Bahn. Also ich glaube, der Abend wird heute nicht früh enden. Das Ordnungsamt sperrt mehrere Straßen in Leverkusen, denn die haben sich in Tanzflächen verwandelt. Eine Stadt im Ausnahmezustand. Es gibt kein Halten mehr. Auf den Straßen geben die Fans richtig Gas. Am Stadion wird es so gegen 23 Uhr ein wenig ruhiger. Die Feiern verlagern sich in die Leverkusener Stadtviertel. Immer wieder flackern Feuerwerke am Himmel auf. Es ist ein wenig wie Silvester, Karneval und Musikfestival an ein und demselben Abend. Diesen Kiosk betreiben Bayer-Fans. Arbeiten und feiern, das geht doch. Meister! Ich kann kaum glauben. Ich bin so glücklich. Für dieses Glück danken die Fans vor allem einem. So, Xavi, 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 Xavi Alonso, Xavi. Trainer Xavi Alonso hat in Leverkusen ein Team geformt, das für riesige Begeisterung sorgt unter den Fans und für Erfolg. Wir genießen den Abend. Ich kann es gar nicht beschreiben. Es ist alles unreal. Ich gehe seit 1995 zum Bayer. Aber das Warten hat gelohnt und ihr seht es ja hier. Die Stimmung ist immer noch ausgelassen. Ich hoffe, das geht auch immer noch so weiter, die ganze Nacht. Geht es bei euch jetzt noch weiter heute Abend? Oh, ich glaube, wir gehen jetzt nach Hause. Wir haben genug gefeiert für heute. Obercool. Kurz vor Mitternacht machen sich dann viele Leverkusener auf den Heimweg. Es war ein aufregender Tag für die Fans von Bayer 04. Die Polizei hat einen verhältnismäßig ruhigen Abend. Bei den meisten Feiern bleibt es friedlich, sodass die Beamten nur selten eingreifen müssen. Rund um das Stadion sind längst die Kehrmaschinen im Einsatz. Auf den Leverkusener Straßen aber geht die Party weiter bis zum frühen Morgen. Mit Musik. Und wir freuen uns sehr. Wir sprechen über dieses Meisterkusen mit einem Mann, der im Verein vom Stadionsprecher bis zum Geschäftsführer dort fast alles gemacht hat. Schönen guten Abend, Rainer Kallmund. Guten Abend. Wahnsinn, dass Sie heute Abend da sind. Da wurde ja bestimmt viel gefeiert gestern Abend, oder? Ja, es ging richtig rund. Es war eine tolle Feier, vor allen Dingen auch friedlich. Das ist immer also im Wesentlichen friedlich. Tolle Stimmung und wir waren ja alle erlöst. Ich habe ja immer vorher gesagt, auch allen Journalisten, noch nach dem großen Vorsprung, nach der souveränen Spielweise, ich spreche eher so für die Meisterschaft, wenn sie rechnerisch perfekt ist. Wir haben so oft Vizekusen, dann hat das sich irgendwie unter der Haut festgesetzt. Aber jetzt ist das Vizekusen ja vorbei. Ja, wir sind ja auch mal UEFA Cup Sieger oder DFB Pokal Sieger. Sie waren im Finale von der Champions League. Ja, also okay, Wahnsinn. Überleg mal Champions League Finale. Sind wir erste Runde, da war noch Barcelona putzen weg. Da gab es in der zweiten Runde bei den letzten 16 keine K.O.-Runde. Ja. Eine Gruppe mit vier Mannschaften. Da wurde Dritter Juventus Turin, im zur gleichen Zeit 2002 spanischer Meister, Vierter Arsenal London. Die wurden englische Meister, die wurden Dritter, Vierter, schieden aus. Wir haben dann gegen Liverpool, Viertelfinale, Halbfinale, Manchester United im Endspiel. Gegen Real Madrid verloren. Da war mir besser, bin ich mal gut in der Reserventorwart rein. Der hieß Casillas, der kannte keine Sau bis dato. Und hat alles gehalten in der zweiten. Und der wurde dann vom Reservetorwart, direkt Nationaltorwart eine Woche später. Jetzt, ich will ganz kurz einhaken, jetzt, wo wir beim Spaniern sind, Xabi Alonso. Ja, ist. Wie erleben Sie denn als Mensch? Es gab ja viele Leute, die da mitgearbeitet haben, aber der ist ja im Moment so outstanding. Ja, oder? Wenn wir die jetzt alle durchgehen, die da verdient, verdienstvolle. Bleiben wir bei Alonso. Und ich muss sagen,
Das ist jetzt nicht nur der Fußballkönig von Leverkusen, auch von Deutschland. Man sieht ja die Sympathien, die ihm entgegenkommen. Und ich will drei Dinge dazu sagen, die das eigentlich unterstützen. Der hat ja, was jetzt heute Xhaka spielt, diese zentrale Mittelfeldrolle, diesen Boss im Spiel, hat der ja bei der spanischen Nationalmannschaft, die wurden damit zweimal Europameister, Weltmeister, hat es gespielt bei Real Madrid, der hat es gespielt bei Liverpool, jetzt hast du Xhaka übernommen und das hat er alles übertragen. Und was auch gut ist hier, Kölner Junge hier aus Brauweiler, der schon unwahrscheinlich talentiert, Florian Wirtz, absolute Weltklasse, wieder dann nochmal reinkam, macht er drei Eier rein, da drei Tore und dann stand das Stadion Kopf. Und man muss auch sagen, was ihn auszeichnet. Selbst im Januar, ich war mit Christoph Daum, da hatten wir so die Entscheidung. Ja. Wir waren zwei Punkte vor und spielten gegen Bayern München. Ja. Da fehlten bei uns fünf Spieler, die beim Afrika Cup waren. Mhm. Da fehlte praktisch Bonissi, der Torjäger. Ja. Und Palacio, der argentinische Nationalspieler. Der sagt dann kein Ton. Mhm. Das ist auch wichtig, dass nicht einer, die meisten Trainer sagen, der fehlt. Der hat keinen Ton gesagt. Und damit macht er die anderen Spieler und stark. Hat eine Mannschaft geformt. Ja. Leverkusen ist Meister. Einsatz. Geht jetzt eine Ära los oder war das jetzt nur mal so ein Jahr? Nee, lass mich nicht von Ära sprechen. Wir sind froh, dass wir gewonnen haben. Wunderbar. Wir haben souverän. Und was auch wichtig ist, will ich noch mal sagen, gerade bei euch im Sender, was ihn auch auszeichnet. Die zweite Linie. Co-Trainer, Mediziner, Masseure, Zeugschwer. Die hat er alle glaubhaft. Und er ist mit denen nach Bayern München dem Sieg in die Kurve gelaufen mit 10 Mann. Wir könnten stundenlang über alle weiterreden. Wir haben leider keine Zeit. Herr Kalmuth, schön, dass Sie da waren. Er holt sich gut und es wird ja nochmal gefeiert, 26. Mai. Schön, dass Sie da waren. Vielen Dank. Alles klar. Danke, tschüss.